So, endlich. Boah. Yo, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo Epi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Und ja, das verdammte Aufnahmeprogramm wollte schon wieder hier den gleichen Fehler machen, den ich in einem anderen Projekt hatte. Und zwar einfach aufnehmen und die ganze Zeit 0 MB anzeigen. Also nicht aufnehmen. Aber egal. Ja, in der letzten Folge haben wir gesehen. Nee, haben wir nichts gesehen. Haben wir, hier diesen komischen Ort gefunden mit dieser riesigen Kanone und dieses verrückte Mädchen war natürlich auch da und hat irgendwas mit der Kanone gemacht und Myla wollte auch irgendwas mit der Kanone machen und jetzt wollen wir auch irgendetwas machen und die Geister haben irgendwie gesagt, dass wir irgendwas machen sollen und ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert, aber wir werden es ja jetzt sehen. Jetzt kommen nämlich die ganzen Antworten auf diese Fragen. Oh, ich wusste es. Sie ist jetzt nicht mehr so imbar, oder? You okay? Guess swimming isn't one of your powers, huh? So, ich glaube, wir können nicht mehr zu dem Raum zurück, oder? It's not as easy as Undine makes it look. So you really have lost the power of the four great spirits. What are you gonna do now? There's no way you could destroy that device without their power. You have a point. Perhaps if I were to return to Nia Kara. Listen, you've been a great help, Jude. Thank you. You should go home now. Wait. Was will jemand mit deinen? Geh nach Hause. Gruppenmitglieder wurden geändert. Und ich bin nicht mehr nass. Okay. Ja. Falls ich das jetzt rausgeschnitten habe, dann möchte ich noch mal kurz erklären. Gerade lief das Intro von Tales of Xillia, das aber komplett in Japanisch war und wahrscheinlich auch kopiergeschützt ist. Also habe ich jetzt vielleicht oder vielleicht auch nicht rausgeschnitten. Ich werde mich noch ein bisschen informieren. Aber es ist höchstwahrscheinlich, dass ich das Intro ausgeschnitten habe. Aber falls ihr das Intro selber sehen wollt, ja, YouTube. Ich glaube, das Lied heißt Progress. Tales of Xillia Opening. Gebt dann einfach ein, dann werdet ihr das schon sehen. Weil ich kann mir vorstellen, ich krieg Probleme, wenn ich das drin lasse. Aber naja. Mila! How foolish, Jude. You should have gone home like I asked. You in cahoots with her? What? Haven't you ever wielded a sword before? Of course. But I always relied on the Four's power to guide my arm. It feels quite different without their help. Come quietly or else. I can't believe I'm doing this. Meine eisernen Fäuste sollen nicht beschützen. Okay. Weiler. Boah, da war aber ein schöner Feuerball. Verdammt. Nicht mal Ifrit. Nichts mehr, gar nichts. Verdammt. Sie wird voll genervt. Ja, okay, aber war ja zu erwarten. What's gotten into me? You saved me again, Jude. Thank you. Listen, you'd better get out of Fenmont while you can. Right. You have my gratitude. The city entrance is always crawling with police. You'd be safer heading to the Sea Haven. The Sea Haven.
Gesichtsausdruck von Jude. Lass mich raten. You don't know where it is, do you? This way. Das ist so geil. Und das ist so geil vom. It's okay. Besides, I still owe you for saving me. I'll show you to the Sea Haven. Vom mächtigen Herr der Elemente. Boah. Verdammt. Jetzt hat er abgebrochen. Ja, vom mächtigen Herr der Elementargeister zum, ja, keine Ahnung, Durchschnittsmädel. So, und jetzt kann sie nur noch diese zwei Zauber, die sie auch hatte am Anfang. Na gut, ich glaube, TP-Probleme wird sie jetzt nicht mehr so haben, obwohl ich gehe auf Strategie und TP sparen, hä? Okay. Ja, okay, sie hat keine Heilzauber, deswegen kann sie ja ruhig TP wegballern. Das ist immer meine Devise. So. Ja, war ja mehr als offensichtlich, dass sie nicht so stark bleibt. Ich meine, hallo, offensichtlicher ging es ja nicht. Irgendwann musste es ja kommen. Okay, ich sollte mir vielleicht merken, ich habe es jetzt schon wieder vergessen, wo er sagt, wo wir hin sollen. Denn was? Oh verdammt! Warte mal, L1 und so. Was zum? Wie kämpfst du? Egal, wo ich hindrücke, sie macht immer das. Was war das denn? Kreis, Feuerkugel. Eine Flammensphäre. Halte Kreis gedrückt, um sie zu wirken, oder lass frühzeitig los, um den Gegner mit einer Leuchtbombe wegzufegen. Ah, cool. Warte mal. Aua, Idiot. Windlanze. Oben, okay. Ja, wenn ich gedrückt halte. Dann wird er zum Zauber. Und wenn nicht, dann mehr so zu einer Kampfart. Das ist ja mal geil. Das heißt, ihre Zauber haben immer jeweils zwei. Oh, cool. Haben immer zwei verschiedene, ja, Angriffe halt. Das ist ja mal geil. Okay. Begib dich zum Hafen. Der Hafen. 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 Nach Talib, hat er gesagt. Ich weiß schon wieder nicht, wo das ist. Das hier sieht aus wie ein Hafen. Vielleicht muss ich da hin. Aber ich gehe nochmal zum Shop. Oh, ich dachte erst, die blockieren mir den Weg. Wir müssen zum Seehafen. Okay. Hey, da war was. Ha. 50 Gold, cool. Naja, okay. So ein kleinen Pfeil. Ja, okay, sonst beschwere ich mich eigentlich immer, dass hier so ein Pfeil ist, der uns mal zeigt, wo wir hin müssen. Aber naja. Universität von Talim, ja, da ist richtig. If a Freed were here, I'd never have to be drenched like this. Was? Okay, ach hier. Na gut. Vermont Seehafen. Von den Häfen habe ich gehört, die sollen alle gleich aussehen. Stimmt das? Ich habe gehört, alle Häfen sollen gleich aussehen in Tales of Xillia. Okay, merken wir uns, wie der hier aussieht. Dann warten wir, bis wir den nächsten sehen. What's going on? Doctor? Dr. Jude? From a medical school? Hat der ist wirklich ein Doktor? Mr. Alden? Is that you? Professor Doktor, übrigens. What's going on here? I can't believe you are the one we're looking for. Jude Mathis, I have a warrant for your arrest.
There's one for her too. I'm authorized to use force if necessary. But I don't want to hurt you. But wait, just hold on a minute. We may have done a little breaking and entering, but that hardly makes us public enemy number one. So much for that. It looks like they're not listening. Mr. Eldon! I'm sorry. But I'm afraid I have my orders. Jude, I can't let them capture me. I have to resist. Then we'll do it the hard way. Go on, get her. Nein. Aufs Schiff, los. Forgive me for all of this. Think your next move over carefully, Doc. The more trouble you give us, the harder your sentence. Folge ihr sofort. Wenn du hier bleibst, bringen die dich um, wahrscheinlich. Oder auch nicht. These military types brave, protecting the world from pipsqueaks like you. Who are you? Save the chit-chat for later. Das ist Eisen aus Bleach, siehst du doch. Wait, but I... Listen close, kid. The military issued your warrant, and with the Military Powers Act invoked, you're an ex-marked criminal. If they catch you, you'll face... execution. What? Execution? Los, folgen wir den Shinigami einfach. What's going on here? That sah gut aus. The military's doing drills or something on shore. We were just getting out of their way. Come on, do you really think a pipsqueak, a pretty girl, and a dashing man like me would be up to no good? It's Alvin. Huh? That's my name. Der Chipmunk. You said that you're okay. Jude, right? Yes, sir. Ich glaube, Eisen wird mir mal so oder so noch mal ein paar Mal ausrutschen. So. Die Begrüßung sparen wir uns aber für den nächsten Part auf. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao.